So. In der Regeldiskussion geht es darum, während dem Schuss anzuschlagen, nicht nach dem Schuss. Nicht so. Oder so. Sondern während des Schusses. Dabei wird in der Gegenbewegung, ich schieße nach links, und in der Gegenbewegung wird hier angeschlagen, nicht hier. Da wird angeschlagen, müssen wir darauf achten. So, solange die Verteidigung da nicht dran ist, ist es ein Sauber-Tor. Wenn in dem Moment, wo ich schieße und gleichzeitig nachschalte, ist eine Bewegung. Scheiße. Dann ist praktisch der Verteidiger irgendwie noch dran. Und er geht trotzdem ins Tor. Habe ich in dem Fall. Das kann ich jetzt nicht simulieren, weil ich keinen Gegner habe. Aber ich denke, man kann sich das so vorstellen. So, dabei handelt es sich um den Anschlag, nicht um den. Der zweite Anschlag, da ist das Tor schon passiert. Der Anschlag ist entscheidend. Oder halt beim Rechtsschuss Schuss andersrum. Man kann mit der Rückholbewegung exakt schießen. Nur ist es halt gefährlich, sobald einer dran ist. Zählt das Tor nicht. Genau das gleiche ist beim Rechtsschuss. Ich ziehe nach rechts und im gleichen Moment, wo ich aushole, oder beziehungsweise wo der Schuss erfolgt, schlage ich oben an. I don't know.